Weit weniger Weihnachtswünsche werden erfüllt als gemeinhin gedacht. Dennoch bleiben sie bestehen. Einer von ihnen wird hier exemplarisch vorgestellt werden. Düsseldorf soll Hauptstadt werden. Regierungssitz des einigen Deutschlands. Symbol des demokratischen Wandels. Seine hervorragende Prädestination liegt auf der Hand. Bonn ist zu provinziell für das größere Deutschland. Zu klein, zu muffig. Der Duft der freien Welt ist eher Diesel denn Dunk. Kappes ist kein Nationalgewächs. Also Berlin? Mit lauter Stasis und Klaustrophobisten auf der anderen Seite? Springerhass, Taz, Bildung? Da ist Kuhmist angenehmer und verwechselt sich nicht mit dem Blut der Geschichte eines Reichstags. Düsseldorf hingegen verbindet die Vorteile der beiden Städte. Größer und nicht zu groß, statt des Mittelmaß und des Realsinns, ohne subversive Subkultur. Gelegen am Vater Rhein, dem deutschesten der deutschen Flüsse, Verkehrsknotenpunkt und politisch ruhender Pol metropolischer Dichte, an Rhein und Ruhr mit viel Erfahrung in der Verwaltung. Nicht im Herzen Deutschlands, doch im Zentrum Europas liegt der Prachtboulevard von Klein-Paris. Statt der Mode ein Meer von Eleganz, nicht finanzschwach zu nennen. So romantisch mit seinen Seen und Burgen, so weltoffen, natürlich, zukunftsweisend, gut bürgerlich, dem modernsten Parlament. Und ein Wasserwerk gibt's auch. Düsseldorf muss Hauptstadt werden.